Du hast vom neuen Google Core Update gehört und willst wissen, was es damit auf sich hat? Dann bleib jetzt dran. Neues Jahr, neue Kamera. Ich würde sagen, mittlerweile ist klar, dass die Situation sich nicht so schnell ändern wird. Fünf Dinge, die SEOs verschweigen. Du bist jetzt eine OMR-Legende. Immer ihm zuhören ist immer interessant. So, Freunde, mein Name ist Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects aus Berlin. Und ich mache hier auf meinem YouTube-Channel und in meinem Podcast SEO Driven jede Woche Interviews mit anderen Experten, aber bei besonderen Anlässen wie jetzt auch einmal so eine Art SEO-Check zum Thema Google Core Updates. Google hat ja jetzt kürzlich nämlich ein neues Core Update angekündigt auf Twitter mit dem Account Search Liaison. Ja, da also immer mal reinschauen. Gestern am 2. Juni um 7 Uhr nachmittags kam, oder 7 Uhr abends, ich glaube amerikanischer Zeit, kam dieser Post heraus, dass sie eben später am Tag ein Core-Update starten und es das Juni 2021 Core-Update nennen. Sehr unerwartet der Name. Und dass es sogar im Juli noch ein Core-Update geben wird. Und das ist jetzt mal eine Besonderheit. Zum einen dauert es jetzt schon eine ganze Weile oder haben wir jetzt schon eine ganze Weile kein Core-Update mehr gehabt. Und zum anderen sagt Google hier eben, dass sie nicht alle Verbesserungen einplanen konnten oder nicht umsetzen konnten, die sie geplant hatten und weswegen es eben auch nochmal ein Update im Juli geben wird. Und das ist auch für mich ganz interessant, das, was viele Webmaster und SEOs immer mal wieder bei den letzten Core-Updates vielleicht beobachtet haben. Sie sagen eben auch, dass es gegebenenfalls natürlich Drops oder Gains, also Verbesserungen oder Verschlechterungen geben kann, die sich aber gegebenenfalls durch das nächste Core-Update jetzt im Juli dann auch nochmal negieren können. Also das ist auf jeden Fall mal interessant von Google selbst auch mal zu hören, denn diese Erfahrung haben wir schon ganz oft gemacht. Und sie verlinken hier natürlich auch wieder ihren allgemeinen Beitrag zum Thema grundlegende Google-Updates und sagen hier eben, worauf es ankommt, prinzipiell eben Qualität der Inhalte, aber auch eben die Bewertung nach eben diesem EAT-Prinzip, wo es eben um Expertise, Authoritativeness und Trustworthiness geht. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, verlinke ich euch vielleicht nochmal entsprechend oben in der Ecke, genau. Aber ganz generell muss man sagen, dass diese Core-Updates eben keinen so ganz eindeutigen Impact mehr auf eine spezielle Kategorie von Websites haben. Es gibt dann natürlich im Nachhinein immer gewisse Auswertungen und man kann auch sozusagen live dabei sein, wenn wir uns jetzt hier mal zum Beispiel den SEMrush-Sensor anschauen. Das ist ein Tool, was eben die Bewegungen in den Google-Suchergebnissen überwacht und hier so einen Score von 0 bis 10 ausgibt. Und im Moment, das ist hier auch heruntergebrochen in verschiedene Branchen, ist dieser Wert in den meisten Branchen grün. In Immobilien bewegt sich sogar fast gar nichts. Ja, am kritischsten oder da, wo jetzt schon höhere Schwankungen sind, ist eben im Bereich Telekommunikation, Kunst und Unterhaltung, Menschen, Gesellschaft, News, Online-Communities, Shopping, Spiele und Sport. Also es gibt schon so ein paar Peaks, ja, auch in den letzten Tagen. Wir in der SEO-Szene haben jetzt auch schon länger quasi darüber spekuliert, ob es nicht vielleicht ein neues Core-Update längst gab, aber Google vielleicht diese nicht mehr wie bisher ankündigt. Das hat Google aber revidiert und gesagt, nein, es gab kein breites Core-Update, sondern wir machen natürlich gewisse Updates über die Zeit und immer wieder, und das sind aber eher kleinere Anpassungen, also da gab es jetzt nichts Neues zu berichten. Auch bei Sistrix gibt es hier so einen Google Update Radar, auch hier ist die Dynamik aktuell gering, also Sistrix ermittelt ja zum Beispiel auch diesen Sichtbarkeitswert, der eben dann auch verglichen werden kann mit seinen Wettbewerbern und so weiter. Das wäre also eine Möglichkeit, auch herauszufinden, ob man selbst betroffen ist. Dazu gibt es hier ein kleines Tool, da kann man seine Domain eingeben und dann wird man eben sozusagen hier über die
verschiedenen Updates, bei denen man betroffen war, auch informiert. Aber natürlich, der wichtigste Blick gilt eigentlich in die Google Search Konsole. Da mal schauen, ja, auf jeden Fall jetzt immer die aktuellen Daten mit anschauen. Also entweder hier auf neueste Daten, kriegt man aber eben nur den einen Tag, oder eben das neueste Datum jetzt gestern eben hier mit einbeziehen. Die Daten sind vermutlich noch nicht vollständig, also man kann sich noch nicht ganz auf den 2.6. hier verlassen. Aber man hat hier vielleicht schon mal so einen ersten Eindruck, gab es jetzt hier am 2.6. schon einen großen Einbruch. Generell, die Search Console ist immer ein, zwei Tage hinterher. Also auch da wird sich erst in den nächsten Tagen zeigen, ob es tatsächlich jetzt einen großen Impact gab. Und da kann man dann natürlich zum Beispiel, wenn man jetzt eine Woche Abstand hält, nochmal die letzten 7 Tage mit den 7 Tagen vor dem Update vergleichen oder auch hier um ein Datum herum. Und da sieht man dann eben ziemlich genau, ob es auch einen reellen Impact hatte. Denn selbst wenn jetzt hier Sistrix eben vielleicht ein Auf oder Ab anzeigt, der Sichtbarkeitsindex ist eben kein Traffic-Index, sondern soll erstmal nur die reine Sichtbarkeit in den Suchergebnissen widerspiegeln. Es kann sein, dass es eben vollkommen irrelevante Keywords sind, die vielleicht gewisse Bewegungen hatten. Es kann auch sein, dass es überhaupt gar keinen Einbruch im Traffic gibt, trotz eines Einbruchs im Sichtbarkeitsindex. Also das kann alles sein, deswegen keine Panik. Wer sich zum Thema Google Updates nochmal genauer informieren will, der kann das gerne auch bei uns auf der Seite tun. Einfach mal nach Digital Effects Google Updates googeln oder eben hier digitaleffects.de/SEO/Google-Update eingeben. Und da haben wir eine ganze Reihe an Informationen zu allen möglichen wichtigen Google Updates, natürlich auch den Core Updates. Hier beschreibe ich auch nochmal in einem Video, wie ihr feststellen könnt, ob ihr betroffen seid. Ich habe hier verschiedene Experten, wie zum Beispiel den Malte Landwehr von damals Search Metrics oder auch andere Interview zum Thema. Ja, und wir haben hier natürlich auch noch eine ganze Liste an Updates, die es gab. Also wenn ihr in der Vergangenheit euch gefragt habt, haben wir vielleicht hier eine Niederlage oder eine Abstrafung bekommen, dann könnt ihr hier auch nochmal nachschauen, wann es entsprechende Updates gab. Das geht bis 2010 zurück und natürlich haben wir hier auch schon das aktuelle Update mit eingetragen. Ja, zu guter Letzt, wer jetzt unsicher ist und diese ganzen Tools vielleicht nicht hat, der kann natürlich seine Website auch einreichen unter digitaleffects.de/SEO-Check. Wir schauen uns die Website dann an, machen einen Termin, geben euch entsprechende Tipps und ihr könnt die dann umsetzen und dann hoffentlich den entsprechenden Erfolg daraus ernten. Und wenn ihr im Thema SEO auf dem Laufenden bleiben wollt, auch von anderen SEOs, nicht nur mir, lernen wollt, dann gebt mir doch auf jeden Fall ein Like auf dieses Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Benachrichtigungsglocke, damit ihr eben über neue Videos wie dieses informiert werdet und auch am Montag über das nächste Interview zum Thema SEO. Also ich freue mich, wenn ihr dran bleibt und ihr den Kanal abonniert. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.